Denn sonst wäre es kein Tomb Raider. Tut mir leid, wenn das An- und Ausgemache des Mikros nervt, aber oder tötet. Aber es ist besser, als dauernd meiner Krankheit freien Lauf zu lassen. So, nun lade bitte den Ladebildschirm. Und wenn du den Ladebildschirm geladen hast, dann lade das Spiel. Oh, du bist schon dabei. Wie schade, da habe ich mich doch gerade vertan. So, rückwärts. Rüber da. Die Schrotflintenmunition, da lasse ich mal liegen. Meine Priorität liegt eher auf dem Überleben, auch wenn das vielleicht nicht verständlich ist. Okay. Oh! Ich würde sagen, es geht ziemlich tief runter. Ich würde sagen, ich habe recht. Okay. So, und wieder hoch. Puh. War ein beklemmendes Gefühl da oben. Da unten. Da in der Mitte praktisch. Sag mir, dass der Hebel Wasser in den Raum füllt. Sag mir, dass er das tut. Uah, ich hätte jetzt fast eine optische Täuschung durch. Aber er tut es. Okay. So. Bisher ist alles ganz sicher. Und es geht weiter. Ich höre wieder das Geräusch der zuschnappenden Tür. Es macht mir schon Angst, allein zu wissen, dass sie in der Nähe sind. Geschafft. Kann es sein, dass die immer kurz warten, damit ich gerade noch so durchkomme? Ich weiß es nicht. Es scheint mir fast so. Was habe ich jetzt in diesem Raum verändert? Ich sag mal so, es muss ja Veränderungen gegeben haben. Oder da drüben. Was war da drüben nochmal? Ja, das kann gut sein. Gut, das kann ich mir nämlich sogar vorstellen. Wäre so ein typisches Core-Design-Rätsel-Design. So, warten. Okay, das war reines Glück. Der Sprung war noch nicht mal richtig adjustiert. Okay. Na klar ist hier jetzt Wasser. Ich war ja vorher hier und habe Wasser eingelassen. Was? Warum kommt es, dass ich diesen Raum in ganz anderer Erinnerung jetzt habe? Waren hier nicht auf dem Boden die Schrotflintenmunitionen? Hä? Ja klar, klar. Ich bin blöd. Das war auf dem anderen Weg. Gut, das heißt, hier kann es schon mal keine Veränderung gegeben haben. Ich muss an die Tür denken. Okay. Ander. Oh. Ich dachte gerade, ich hätte gerade meine Körbchengröße reduziert. Auf ekelhafte Art und Weise. So. Nein. Eins zurück. War es eins zurück oder zwei zurück? Wir werden es erleben. Wow, es war eins zurück. Okay, Glück gehabt. Auch hier wieder, nicht mehr als Glück. Es war so typisch. Ja, es wäre besser gewesen, im Wasser zu landen. Nein, ich bin nicht im Wasser gelandet, denn es wäre ja besser gewesen. Egal. Wow, jetzt geht die Strömung in die andere Richtung. Heißt, ich habe wahrscheinlich im anderen Levelabschnitt jetzt was verändert. Das hier ist ziemlich verzweigt und in die Länge gezogen und mir gefällt es bis jetzt. Weil es bisher noch keine Füllerphase gab. Okay. Ihr wisst gerade wahrscheinlich gar nicht, wovon ich gerade gelabert habe. Egal. So. Ich glaube, hier war vorher Wasser drin. Und ich glaube, hier war vorher kein Wasser drin.
Klar war hier vorher Wasser drin. Da komme ich her. Das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Und da. Rückwärts. Ach, auch das bringt mich nicht weiter. Wofür war noch mal der Hebel unten? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich hier jetzt gegen eine Strömung kämpfe. Vielleicht muss ich zum Anfang des Levels praktisch zurück. Oder ich habe irgendeine Tür da unten geöffnet. Wäre auch mal wieder typisch. Wollen wir es uns anschauen? Weil das so viel Spaß macht. Lag das da schon? Nein. Ah, sonst gibt's hier natürlich auch nichts. Und das da. Ich sag's mal so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vorher trinkt Lara halt, aber dann stirbt die Hoffnung erst. Und ja, ich habe das jetzt wieder bis zur Decke gefüllt. Klar, habe ich vorher schon. Was bringt mir das jetzt? Ich kann jetzt zum Level Anfang zurückschwimmen. Was mir auch nicht viel nutzen wird. Und was auch gar nicht geht. Nur bis zum gewissen Grad. Und apropos Grad, ich bin gerade etwas verwirrt, weil das hier ziemlich schräg ist. Und eigenartig, denn ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber warte, ich habe, wenn ich den Hebel hier nochmal betätige, dürfte ich es ein zweites Mal erhöhen, den Raum. Kann das sein oder irre ich mich? Oder irre ich? Oder bin ich irre?